So, die müssen aber abgeschlossen. Schauen wir mal, ob wir denn jetzt in der Koop-Mission. Ich würde in Werkstatt. Nee, mache ich jetzt nicht mit euch. Wirklich Expertenmaps. Ich glaube, das ist einfach zu viel für euch. Für die meisten zumindest. Winterpark. Winterpark, nur Militär. Ich werde euch den Code in den Chat schreiben. Diejenigen, die schneller sind, ja, wunderbar, Glückwunsch. Diejenigen, die die Woche schon mitgespielt haben, bitte lasst anderen den Vortritt. Vielen Dank. Und let's geht's. Let's geht's. Es geht um den Unendlich-Geld-Bug mit den 030 Eisaffen und ein Bilibinturm, wodurch man Unendlich-Geld bekommt. Genau, Ausrufezeichen Bug, Leute. In dem Video ist es erklärt. Ich versuche es immer schnell, einfach und unkompliziert zu erklären. Dreimal Benjamin, Tarnon, Tom und der Apfelsaft. Herzlich willkommen in dieser Winterparkrunde auf nur Militär. Machst du nachher noch Teamrunden? Ich mache regelmäßig Teamrunden, ja. Würdest du momentan überhaupt im Dorf leben? Ehrlich gesagt nicht. In der Großstadt fühlt es sich derzeit wirklich so an wie im Dorf. Das finde ich auf jeden Fall sehr entspannt. Der Apfelsaft, ich mag den Namen, deswegen kriegt er das Geld von mir. Was hat's mit dem Titel auf sich? Ausrufezeichen Bug, Drachenenter. Ist da jetzt eigentlich, ist Ausrufezeichen Bug in dem Titel mit drin, Leute? Müsste sein, oder? Wer hat den Geldbug schon genutzt? Fragezeichen, Smiley, Ausrufezeichen Bug müsste doch da drin stehen, oder? Da müsste es doch bedeuten, die Leute müssen Ausrufezeichen Bug in den Chat schreiben. Hey Kanan, hey ATV Pusher, was geht ab? Dieser Glitch ist was Schönes, naja. Er ist mal was Interessantes, aber man sollte es nicht nutzen, um Medaillen zu farmen. Das finde ich etwas lame. Beim Moloch ist letzter auch so gut, weil er dann den Ball nicht nur für einen Blumen verschwendet. Exakt, Christian, exakt. Auch beim Ultramoloch, nicht nur beim Moloch, sondern auch gerade beim Ultramoloch ist es sehr wichtig, auch auf letzter zu stellen, da ihr einfach die letzten anvisiert und der hinter dem Blumen wahrscheinlich nochmal aufplatzt und neue Keramikballons und der dadurch unglaublich viel Schaden macht. Kann ich das nur empfehlen. Es reicht, wenn Anna Ausrufezeichen Bug schreibt, ihr müsst es nicht 100-mal machen. Ja. Also man kann es wirklich aus Spaß nutzen, ja? Ihr solltet den einfach nur um zu testen, oh, das ist ja voll cool. Oder vielleicht, ja, es ist im Endeffekt eure Entscheidung. Ich würde ihn nicht empfehlen, auf Missionen zu spielen, wo ihr tatsächlich Skill bräuchtet. Vielleicht rückwärts, Militär oder was auch immer, nur Militär geht nicht. Nur Primäraffen und so, meinetwegen könnt ihr das machen, weil die Runden sind einfach ultra langweilig. Ja? Kann ich tatsächlich nachvollziehen. Aber für richtige, schwere Missionen würde ich es euch nicht empfehlen, weil euch das einfach den Spielstart mal kaputt macht. Hey TNT-Man, wie genau geht der Bug? Auszeichen Bug-Maximum. Oder das haben ganz viele Leute hier schon reingeschrieben, unendlich Geld, ne, das Video dazu. Hi Tino, hi Marki. Was habe ich verpasst? Ganz viel, Nathalie. Danke, dass du mir geantwortet hast auf einen Kommentar. Kein Ding. Schaust du Anime? Tue ich, Assassin. Derzeit schaue ich wieder Naruto. Ich habe gesehen, gestern oder vorgestern kam Naruto Shippuden auf Netflix. Aber ich bin immer noch bei Naruto. Auch wenn ich die Folgen schon gesehen habe, ich muss wieder nachgucken. Ich habe das meiste nämlich nicht mehr im Kopf. Ansonsten habe ich vor kurzem wieder Assassination Classroom beendet. Wieder Sword Art Online. Ne, Sword Art ist schon lange vorbei. No Game No Life gucke ich mir öfters mal an. Halt diese ganzen extrem guten an. Nämlich Attack on Titan habe ich für kurzes wieder beendet. Ich muss mir wirklich die Staffel 2 und 3 angucken. Auf Netflix gibt es leider nur Staffel 1, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Ja, P2, ne? Mach halt nichts mit dem Geld. Da ist er. Alles gut. Hey T-Boss, mir geht's gut und dir? Kannst du am Wochenende mal streamen, muss auf? Leider nein, Fake Banane. Höchstens am Sonntag. Ich krieg nämlich morgen bis Samstag, Schrägstrich Sonntag, Besuch von dem 5-Jährigen. Der wird wieder von morgen frühs bis wahrscheinlich Sonntag Vormittag, Nachmittag bei mir bleiben, übernachten. Ich weiß zwar ehrlich gesagt noch nicht genau, was wir alles in der Zeit machen werden. So viel gibt es nämlich echt nicht zu tun. Aber wir werden die Zeit schon irgendwie rumkriegen. Er hat sich mal wieder gewünscht, zu mir zu kommen und bei mir zu übernachten. Deswegen wird es die nächsten Tage leider keinen Stream geben. Erst wieder, entweder Samstag, wenn der Samstag schon abgeholt wird, oder halt erst am Sonntag dann wieder. Hast du Sword Art Online geguckt? Selbstverständlich. Hey, Galde. Vielen Dank für dein Geschenk auf Steam. Hunter x Hunter habe ich die erste Folge angefangen zu schauen, aber es ist nicht mein Anime. Ich muss als Hausaufgabe von meinem eine Rezension schreiben. Viel Spaß noch. Tschüssi, hau rein.
Ja, meinen finde ich nicht. Was findest du nicht? Ich hatte in Duo einen Bug, dass die Banken sich immer abgehoben hatten während eines Stampits. Dann hatten wir 8 Millionen auf einmal und wir wollten das nicht einmal. Okay. Ist ja doof, wa? Corona. Was, Corona? 3 Menschen zueinander. Ja, krass, oder? Wie viel Geld wir produzieren. Was ist das für ein Geldbug? Ausrufezeichen Bug, meine lieben Freunde. Leben deine Eltern noch? Selbstverständlich. Na gut, selbstverständlich muss das nicht unbedingt sein, aber ja, sie tun es noch. Jeder darf bei ihm Koop mitspielen, da muss Level 20 sein. Genau, vom System her ist es Zwang, dass ihr Level 20 seid, sonst könnt ihr nicht mitspielen. Ansonsten darf selbstverständlich jeder mitspielen. Am besten natürlich, der ein optimales Gerät und eine optimale Leitung hat, damit die Runden nicht Ewigkeiten dauern. Wie findest du Corona-Bier? Du meinst das Corona-Bier? Habe ich nicht getrunken, ich bin aber auch kein Biertrinker. Moin Tris, hey Seto. Na? Du bist geil, danke dir. Köstliche Inferno-Chips. Florian. Noch ist es kein Verbot. Noch ist es eher ein Wunsch, eine Handlungsempfehlung. Es gibt noch kein Kontaktverbot. Es ist lediglich eine Kontaktbeschränkung. Würde ich es einfach mal interpretieren. Schon wieder Chips, immer Chips. Es ist nämlich völlig hirnrissig. Ja, in Berlin. Ich könnte zum Beispiel jeden Tag auf Arbeit fahren. Das wäre kein Problem. Ich könnte mich jeden Tag in die U-Bahn und in die S-Bahn setzen, würde hunderten Leuten auf dem Weg begegnen. Ich dürfte zur Arbeit fahren. Mein Job kann ich auch von zu Hause aus machen. Solange Berlin das nicht einschränkt, ganz ehrlich, dann kann man auch mal eine Ausnahme machen. Zumal, wenn ich mir denke, okay, es gibt einfach Idioten, die gehen auf Arbeit, riskieren es, andere anzustecken und sagen sich, ja, boah, ich will zu Hause nicht arbeiten, ist langweilig. Solange sowas passiert, sehe ich es gar nicht ein, warum ich mich extremst einschränken sollte. Ich schränke mich sehr ein, ich gehe nicht babysitten. Grundsätzlich gehe ich zu den Eltern auch nicht hin. Außer wirklich einen absoluten Ausnahmefan. Dass er herkommt, ist einfach so. Ja, wir wollten das schon vor Ewigkeiten, oder wir wollten das tatsächlich vorletzte Woche, glaube ich, und vorletzte Woche, wollten die herkommen. Das hat sich ja alles erledigt, dank Corona. Und er wird ja mit dem Auto gebracht. Ja? Ich muss also nicht mit dem Zug hinfahren. Er wird mit dem Auto gebracht. Und deswegen haben wir relativ wenig Kontakt, muss man sagen. Ist dann einfach so. Ja, es ist so. Ich esse gerade, Inferno Chips. Die sind ultra lecker, aber die sind ultra scharf. Aber ich liebe sie. Ich kann damit nicht aufhören. Manche Menschen haben es dann Schutzmasken und tun die dann 14 Euro pro Stück verkaufen, obwohl manche Krankenhäuser keine haben und sie dringend brauchen. Ja, sind halt Vollidioten, ne? Kann man nichts machen. Die Menschheit ist leider voller Volltrottel. Was willst du da machen? Muss offline, hau rein, hast du vorhin schon gesagt. Trotzdem bist du noch hier. Ich verstehe nicht, wie manche schlau über Corona reden, das dann aber Corona schreiben. Gibt es nicht diese Goronen in Zelda Ocarina of Time? Die Goronen sind doch diese Erdmenschen gewesen, oder? Kennst du Planet Coaster? Kenn ich, aber so eine Tycoon-Games sind nicht mein Ding. Aber irgendwie habe ich nicht so Bock auf Inferno-Chips. Ich habe noch Bacon-Snack dabei, aber die will ich mir ehrlich gesagt vielleicht für ihn aufheben, falls er was knabbern möchte. Ja, er kriegt doch mal ungesunde Sachen von mir, ausnahmsweise mal. Solange es nicht überhand nimmt. Das ist ja okay. Hast du Prinzip für attraktive Runden? Guck dir meine Videos an, Zetto. Guck, auf meinem Kanal gibt es eine Suchfunktion. Da einfach mal nach alternative Runden suchen. Oder eine Alternative. Da werden dir eigentlich alle Videos angezeigt.
Darf man jede Woche einmal mitspielen im Korb? Am besten Maurice, ja. Das wäre schön, wenn ihr anderen auch mal den Fortschritt lassen würdet. Deswegen am besten einmal die Woche nur. Hey, Dintrsch. Du darfst, wenn du draußen bist, mit nur einem Freund treffen. Aber wenn du mit der Familie gehst, darfst du mehr. Ja, das ist genauso Schwachsinn. Genau so eine schwachsinnige Regelung. Man kann es niemals eindämmen, also niemals 100% verringern. Vermeiden. Man kann es verringern, aber nicht vermeiden. Ist einfach so. Und auch das wird die Menschheit überleben. Mit mehr oder weniger Toten. Das ist dann einfach so. Bist du auch immer der Klopapier bunkert? Ich würde mir ganz gerne mal das kaufen. Ich habe allerdings noch 4 Rollen. Das reicht noch ein paar Monate. Deswegen bin ich jetzt da nicht ganz so kritisch. Ja, noch alles entspannt. Halb flassig. Guckt ihr mal dann Maschi auf TV Now an, das würde dir bestimmt gefallen. Wenn ihr so Sachen wie Sword Art oder nur Game Black findet. Dann Maschi kenne ich aber ja. Oder was ähnliches. No, Apfelsaft, jo. Du warst ja gerade in der Runde drin, cool. Was war das? Nur Militär, ne? Wollte ich mal aufschreiben, hab ich vergessen. Bin ich mittendrin abgestürzt beim Aufschreiben?